Positiv, Lieutenant. Sind in Position. Perfekt. Keiner rührt sich, bis ich den Befehl gebe. Klar? Wir krallen ihn uns, sobald er rauskommt. Okay, Leute. Zum Glück hat die Strafe den Wagen gesehen. Was macht er da drin? Wer weiß? Sie sind hier der Profiler. Sitzen direkt im Hirn des Mörders. Das ist es ja. Was ich von Ethan Mars weiß, passt überhaupt nicht ins Profil des Killers. Die Geschworenen verlassen sich eher auf Beweise als auf ihre Theorien. Verdammt, was macht die Kleine da? Wenn Mars rauskommt, wird gefährlich für sie. Und jetzt? Schau sie raus? Nein, zurückbleiben. Die Polizei. Sie überwachen das Gebäude, in dem Ethan ist. Sie geht rein. Vielleicht wohnt sie da. Wie auch immer, da darf auf jeden Fall keiner rumhängen, wenn Mars rauskommt. Ethan, was ist los? Die Polizei, da draußen, ich glaube, die wollen sie verhaften. Wir müssen woanders raus. Meine Hand! Scheiße, was macht der bloß da drin? Nach oben geht nicht. Das Dach ist eine Sackgasse. Wir säßen in der Falle. Sie sind noch da. Wir müssen anders raus. Es geht ihm wirklich schlecht. Was ist passiert? Wir müssen sofort hier raus. Die Cops tauchen jede Sekunde hier auf. Komm mit. Was ist das mit der Scheißsteuerung? Das Fenster ist zu hoch. Ich schaffe es nie, mich hoch. Zugriff auf meinen Befehl. Sie bleiben hier, Jake. Kommt nicht in Frage. Ich komme mit Ihnen. Zwei Männer an die Tür. Position halten. Zugriff. Es wird knapp. Schnell! Schneller! Beeil dich! Oh, das war aber knapp. Komm schon, Ethan. Ein Mann und eine Frau kommen aus der Gasse. Frau? Scheiße! Die ist doch vorhin rein! Alle Mann jetzt runter. Nicht aufgeben. Wir haben noch eine Chance, es zu schaffen. Komm schon, Ethan. Ja, gute Idee. Mann, er ist halb tot. Das volle Gewicht. Lange kann ich ihn nicht tragen. Der U-Bahn-Eingang auf der anderen Straßenseite. Unsere einzige Chance.
Was zum Teufel mache ich? Ich helfe einem Flüchtigen. Ich muss komplett durchgedreht sein. Wir haben es geschafft. Oh, Jemini. Reiß dich zusammen, Ethan! Boah! Was war jetzt mit den Passanten? Die sehen aus wie Zombies, ja. Wie die eben da standen. Trophäe erhalten. Flüchtling. Vor rund einer Stunde erklärte die Polizei, dass der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert wurde. Ethan Mars, Vater des entführten Sean Mars, ist flüchtig, vermutlich bewaffnet und gilt als gefährlich. Die Polizeifahndung läuft. Man hofft bald, die Festnahme dieses Psychopathen bekannt zu geben. Ich bin unschuldig, glaube ich. Hier ist was zu essen. Ich habe einfach mal ein bisschen was mitgebracht. Ich hoffe, das ist okay. Hätten Sie mich auch vorher fragen können, was Sie holen, oder? Hätten Sie mir was kochen können. Warum helfen Sie mir, Madison? Sie kennen mich überhaupt nicht. Sie könnten tot sein. Ich weiß nicht. Ich dachte in dem Moment einfach, ich tue das Richtige. Sie brauchten Hilfe, ich habe geholfen. Sie sind überall in den Nachrichten. Jeder Cop im Land sucht Sie, Ethan. Sie nennen Sie den Origami-Killer. Stimmt das? Sind Sie der Killer, Ethan? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal diese Blackouts. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich tue. Als ob ich eine vollkommen andere Person bin. Ich erinnere mich hinterher nur an Leichen. Die Leichen im Wasser. Weshalb waren Sie in dem Apartment? Warum sind Sie verletzt? Ich glaube, mein zweites Ich testet mich, meine Liebe zu Sean. Es will wissen, ob ich Sean genug liebe, um ihn zu retten. Das heißt, da ist ein Teil von mir, der weiß, wo Sean ist. Aber ich kann ihn nur über diese Prüfungen finden. Warum gehen Sie damit nicht zur Polizei?
Und sag ihnen was? Ich bin ein Irrer, ertränke Menschen und hab meinen eigenen Sohn entführt? Die sperren mich ein, aber ich muss doch Sean retten. Ich habe keine Wahl. Er hat doch nur mich. Wenn Sean in Sicherheit ist, stelle ich mich. Aber nicht früher. Sie halten das nicht durch. Sie machen sich kaputt, Ethan. Sean zu finden, ist das Einzige, was zählt. Es gibt sicher einen anderen Weg. Sie verstehen einfach nicht. Die Zeit läuft. Sean stirbt in ein paar Stunden. Ich habe keine Wahl. Bitte, Madison, gehen Sie. Vergessen Sie einfach alles, was Sie gesehen haben. Sie können mir nicht helfen. Ich kann nicht. Es ist schon zu spät. Wenn Sie mir helfen wollen, gehen Sie. Nach all dem, was ich für Sie getan habe? Sie sollten sich schämen, Ethan. Es tut mir leid, Madison. Es ist nur das Beste für Sie. Ich kann Sie nicht in Gefahr bringen. Ich muss noch meinen Sohn retten. Sean! Habe ich tatsächlich meinen eigenen Finger abgeschnitten? Ich finde dich, Sean. Ich schwöre, ich finde dich. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Ist die Polizei schon da? Gott sei Dank doch nicht. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Nichts Wichtiges da drin. Muss ich aufs Klo? Beruhige dich erstmal, Ethan. Lass alles raus. Ich hab gar nicht gespült. Egal, Madison soll sauber machen später. Ich hab sie um den Finger gewickelt. Wer bin ich? Was tue ich hier eigentlich? Bin ich der Origami-Killer? Sind Sie bereit zu töten, um Ihren Sohn zu retten? Brad Silver, dies, das. Erledigen Sie ihn. Schicken Sie ein Bild. Holen Sie sich Ihre Belohnung. Nein, das geht viel zu weit. Jetzt soll ich auch noch einen Zivilisten töten? Jemand, der mir nichts angetan hat? Los geht's. Finden wir diesen Motherfucker. Süß.
Ihr Wodka, Sir. Den habe ich schon vor 10 Minuten bestellt. Sie wirken ein wenig besorgt, wenn ich das so sagen darf. Haben Sie Probleme mit dem Fall? Blake ist sicher, dass Mars der Killer ist. Sie nicht? Ich dachte, es gäbe dafür einiges an Beweisen. Das stimmt. Aber es macht keinen Sinn. Sein psychologisches Profil passt nicht. Genauso wenig wie sein Geoprofil. Dieser Mann ermordet nicht 8 Kinder und entführt dann seinen eigenen Sohn. Mars ist nicht der Origami-Killer. Da wette ich drauf. Wie viel? Und wer dann? Ich habe keinen blassen Schimmer. Sie könnten doch noch mal in aller Ruhe Ihre Hinweise durchgehen. Genau das hatte ich gerade vor. Der erinnert mich an den Typen von Shining. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Junkie. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Ich gebe mir Mühe, aber es ist schwer. Und es wird jeden Tag schwerer. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Ich brauche dieses Zeugs. Es macht mich wach. Noch wenig Zeit. Ich muss schnell etwas finden, wenn ich das Kind retten will. Ein Hinweis. Irgendetwas. Es ist gar... Sieh an, es gibt etwas Neues. Die Videoaufzeichnung vom Park am Tag, als Sean Mars verschwunden ist. Ich glaube nicht, dass da etwas drauf ist. Aber wer weiß. Ja, schau rein. Ein Chevrolet mit übereinstimmenden Reifenspuren fuhr um 16.02 Uhr in Richtung Park und um 16.37 Uhr in die entgegengesetzte Richtung. Könnte mit der Entführung von Sean Mars übereinstimmen. Ist das der Wagen des Mörders? Glück gehabt, Mist Kerl. Ein paar Sekunden und ich hätte sein Gesicht auf dem Video gehabt. Vielleicht schauen Sie sich die Hinweise noch einmal an? Schade, das Gesicht des Fahrers ist nicht zu erkennen. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Ja, hopp, mach doch diese Fest. Sorry, diese Steuerung. Und mit dieser Steuerung haben sie geworben damals. Ich weiß es noch. Innovativ, dies, das. Bei Fahrenheit damals war das alles besser mit der Steuerung. Kann ich nur empfehlen, Fahrenheit. Ich glaube, das gibt es sogar inzwischen als PS2 Classic.
Fahrenheit war ein geiles Spiel. Das sind die gleichen Entwickler. Glaube ich. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ, fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Was gibt's noch? Vielleicht schauen Sie sich die Hinweise noch einmal an. Kann ich da irgendwas kombinieren oder sowas? Chevrolet steht da doch. Gestohlenes Fahrzeug. Moment. Jackson Neville wurde verdächtigt, aber die Anklage wurde fallen gelassen. Keine ausreichenden Beweise. Jackson Neville, alias Mad Jack, handelte mehrfach mit gestohlenen Fahrzeugen, gilt als außerordentlich gefährlich. Er könnte dem Mörder das Fahrzeug gestellt haben. Ziemlich vage Spur. Aber mehr habe ich im Moment nicht. Was soll ich nur tun? Wo ist mein Zeugs? Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von diesem Versuch. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Fuck. Es geht los. Tryptokain. Es liegt auf dem Nachttisch. Ich muss nur etwas nehmen. Dann verschwindet der Schmerz. Ich darf nicht. Das bringt mich um. Ich weiß, ich kann widerstehen. Ich muss mich nur zusammenreißen und mich beschäftigen, bis es vorbei ist. Es geht bald vorbei. Wasch hier das Gesicht.
Reiß dich zusammen! Ich muss es loswerden, das ist der einzige Weg. Ich spüle es im Klo runter. Ich muss es loswerden, das ist der einzige Weg. Das war eine gute Entscheidung. Es war die richtige. Wir werden es schaffen. Du wirst wieder clean.